Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 152. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich letzte Woche Schönes an meiner Modellbahn gemacht habe. Ich bin Uli und los geht's. Ja, derzeit zeige ich euch, na wieder mal ein schöner Satz, was ich in der letzten Zeit gemacht habe. Nicht unbedingt in der letzten Woche, sondern in der letzten Zeit gemacht habe. Und zwar sind das viele, viele kleine Dinge, die ich oder denen ich kein eigenes Video widmen möchte. Das ist ein bisschen Quatsch. Zum Beispiel sehen wir hier im Hintergrund, wie ich ein paar China-Bäumchen ein bisschen stutze, weil die sehen so dermaßen gleichmäßig aus. Allerdings wesentlich besser als die, die ich hier in Deutschland gekauft habe, diese sogenannten Edeltannen. Sorry Leute, wer die vielleicht von euch verwendet, ich habe da diese dunkelgrünen mir gekauft, da läuft es ein, ja, ich sag mal nicht kalten Rücken runter, aber schön sind sie nicht wirklich, also das gefällt mir nicht wirklich gut und deswegen habe ich mich für diese Bäumchen hier entschieden, da rechts sieht man sie noch liegen, die, das sollen Kiefern sein, muss ich mal dazu sagen und die sehen nicht schlecht aus, ohne Frage, ja, man sieht das jetzt hier schon, das sind eigentlich recht hübsche Bäumchen, die sind schön schmal, sehr dafür geeignet, dass man die auch sehr, sehr dicht bepflanzen kann, um vielleicht einen kleinen Wald darzustellen. Aber eben von oben bis unten bewachsen. Und wer oft im Wald unterwegs ist, wie ich das eben auch bin mit meiner Frau, mit dem Fahrrad spazieren, wie auch immer, der weiß, dass Kiefern so nicht aussehen. Die sind nicht von oben bis unten bewachsen. Meistens siehst du da so einen Stamm von unten nach oben durchgehen. Oben hast du so ein bisschen Futzelgrün da dran und das war's. Und unten, wenn du Glück hast, auch mal noch ein bisschen was. Die Dinger bestehen fast nur aus einem Stamm und ein bisschen Grün oben dran. Deswegen hat mir das mit dem von oben nach unten überhaupt nicht gefallen. Aber auf diese Bäume komme ich in einem der nächsten Videos auch noch mal zu sprechen, denn so wie ich sie beschnitten habe, sind sie ja noch nicht fertig. So würde ich die niemals auf die Eisenbahn stellen. Das heißt, die müssen noch ein bisschen nachkoloriert werden, die müssen auf jeden Fall noch eine Nachbehandlung von mir bekommen und entsprechend dann vorbereitet werden, damit ich sie einsetzen kann auf der Bahn. Was wir jetzt im Hintergrund die ganze Zeit schon sehen, das ist natürlich die Vorbereitung, die ich euch damals nicht gezeigt habe, bevor ich diesen Teil, diesen statischen Teil meiner Anlage in der Mitte mit Erde behäufeln konnte, musste ich natürlich auch hier vorbereiten. Das heißt, die Signale mussten fest verklebt werden, es musste alles Mögliche eingebracht werden, auch eben die Spachtelmasse, um das bisschen anzuheben, anzugleichen und so weiter und so fort. Das hatte ich euch damals unterschlagen, das habe ich jetzt hier mit nachgeholt. Nicht, dass es wichtig gewesen wäre, aber es ist ja nett zu sehen, dass man auch diese Arbeiten machen muss und dann nicht bloß Erde raufrieselt, festklebt und fertig ist. Hier sieht man es ja im fertigen Zustand unten schon. Das ist ja jetzt ein Sprung von circa 3 bis 4 Wochen, der da drin ist, aber ich habe die Aufnahmen noch gehabt, deswegen wollte ich sie euch noch zeigen. Was ich jetzt mache, sind die auch China-Signale, die manche von euch toll finden, manche weniger toll finden, aber das ist ja auch jedem seine eigene Sache. Ich habe mich ja speziell für diese Signale entschieden, da sie zu diesem kommenden Flair meiner Anlage, dem Thema Steampunk, sehr, sehr gerecht wären. Das heißt, die haben ein schönes Aussehen, wo ich sagen kann, die passen gut zu meiner Anlage. Zumal ich ja sowieso nur Rot und Grün auf meinen Ampeln oder Quatsch, auf meinen Signalen haben möchte. Ja, ich wollte kein Vorsignal, ich wollte kein Gelb, also was weiß ich, das wollte ich alles gar nicht. Ich möchte ganz klassisch, ganz einfach Rot und Grün. Natürlich, ihr wisst es, ich habe die Helligkeit geregelt, dass eben das Grün, was meistens ein bisschen heller ist von der LED her, abgeregelt werden kann, dass es dem Rot entspricht und auch, dass es nicht blendet, wenn man da steht, dass man ein schönes diffuses Licht hat. Hier zeige ich euch mal eine sehr gewagte Farbwahl. Aber bleibt bitte dran, guckt es euch an, es bleibt nicht ganz so, wie man das jetzt hier sieht. Aber ich muss doch dem Signal erstmal eine Grundfarbe geben, denn alles in Schwarz, nein, das geht nicht. Gefällt mir nicht, möchte ich nicht, es soll ein bisschen Farbe rein, auch wenn, ja wirklich, auch wenn man es später nicht sehen wird. Es ist wieder mal so eine kleine Geschichte, außer man kommt mit der Kamera richtig nah, bei Nahaufnahmen, bei Fahrten oder sowas richtig nah ran. Deswegen möchte ich auch die vielen, vielen Kleinigkeiten irgendwo sehr schön hinbekommen haben. Und ja, wie gesagt, die Grundfarbe dieser Signale, zumindest in diesem Bereich, vielleicht entsinnen sich noch ein paar ältere Abonnenten von mir. Nicht altersmäßig, sondern die mich schon eine Weile abonniert haben.
dass oben bei meinem Bahnhof Dobbingen, den ich ewig schon nicht mehr gezeigt habe, die Signale grün von der Grundausstattung her sind. Ähnlich aufgebaut, aber in grün, also in dunkelgrün, so ähnlich wie ja auch die Brücke da oben gebaut ist, dass alles so ein bisschen passt. Und dann habe ich mir überlegt, denke, nee, alles in grün, ach nee, komm, das soll nicht so sein, ich baue ja hier keine Deutsche Bahn nach oder irgend sowas. Deswegen habe ich mich gesagt, dieser Bereich, blau. Fand ich irgendwie nett. So, jetzt habe ich natürlich angefangen mit einem Schwämmchen. Ihr habt es gesehen oder ihr seht es gerade. Mit einem Schwämmchen das wieder abzutupfen. Denn die Signale sollen ja nicht dastehen, als wenn sie gerade frisch aufgestellt werden von irgendjemandem. Sondern die sollen so aussehen, als wenn die da schon eine ganze, ganze Weile stehen. Wenn ich hier am Begrünen bin, wird man das später auch sehen. Weil da werden auch teilweise vielleicht die Signale mit eingewachsen sein und, und. Und entsprechend sind die dann auch verrottet, verrostet und wie auch immer. Und deswegen wird jetzt hier wieder abgetupft, sodass eben das Blau nur dezent an manchen Stellen noch zu sehen ist. Das heißt, die Farbe ist verwittert, abgeplatzt, abgewaschen vom, was weiß ich, Wind und Wetter und dann entsprechend das Ganze doch ein bisschen irgendwo benutzter aussieht. Ihr wisst es, ich mache das ganz gerne, dass es nicht alles so neu aussieht bei mir auf der Anlage. Und das Blau natürlich erstmal komplett ringsrum bemalt. Man braucht ja irgendeine Basis. Entschuldigung, man muss natürlich alles irgendwo erreichen erstmal. Und auch das bleibt ja nicht so. Der Stand der Signale, der Signalbemalung ist ja hier noch nicht fertig. Aber ihr seht eben, dass es doch eine ganz schöne Arbeit ist an einem Objekt, was gerade mal so groß ist. So vielleicht. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Ich habe die zwar euch ein paar Mal gezeigt. Ich habe die hier im Schubfach hier hinten. Ich weiß gar nicht, komme ich da auf die schneller ran? Ja, komme ich. Die sahen zum Beispiel hier, das habe ich euch gar nicht gezeigt, die sahen zum Beispiel hier silber aus. Habe ich euch aber alles schon zigmal gezeigt, aber ich habe ja auch Leute, die sind neu bei mir auf dem Kanal. Ne? Und wenn ich daran denke, blende ich nachher mal noch ein Bild ein. Also von diesen Signalen habe ich wirklich viele, viele hier rumliegen. Ich glaube, ich habe hier noch 40 oder 50 Stück da. Und das ist aber für meinen Anlagenteil, der hier drüben kommt. Und soll ja passen, falls man die mal nicht mehr kriegt, dann ist ja alles irgendwie doof, ne? Ja, was mache ich jetzt? Jetzt werden oder wurden, ich habe gerade nicht aufgepasst, weil ich mit dem Signal beschäftigt war, nee, sieht man es noch, kommt jetzt ein Klarlack drauf. Und zwar ein matter Klarlack auf die Signale drauf. Damit die erstmal eine Haftung haben, weil ich im Anschluss jetzt auf diesen feuchten, matten oder matt austrocknenden Klarlack ein Rostpartikel auftragen werde. Das heißt, die Signale sind eben auch verrostet. Da ist nicht bloß Farbe abgeplatzt, da ist eben auch Rost zu sehen irgendwo. Und deswegen muss ich die erstmal akribisch mit diesem Mattlack. Ich mache ja alles mit Mattlack. Selbst die Felsen im Hintergrund sind mit Mattlack überstrichen worden. Das ist alles so ein Lack, den habe ich jetzt aber auch, ach, da steht ganz drüben auf der Bastelecke. Den habe ich mir gekauft. Der heißt, dass der wirklich extrem matt abtrocknet. Ihr habt zwar eben jetzt einen Lack gesehen, der jetzt speziell für die von Vallejo ist. Vallejo. Weiß gar nicht, wie spricht man die? Vallejo? Ach, ihr wisst schon. Und und dann kommt eben auf diesen Klarlack, auf den Signalen, kommt dann ein Rostpigment, was ich auftrage. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gezeigt habe, ob ich es überhaupt. Hier sieht man es schön vorne an der Signalbrücke. Da ist überall dieser Rost, den habe ich einmal in Dunkelrost da, in hellen Rost zu Gelbrost. Man sieht es hier vorne schön. Und allen möglichen Farben. So, das immer zu dem jeweiligen Objekt passt. Hier sieht man, jetzt habe ich diesen rotbraunen Rost gewählt. Ja, man sieht das da recht schön. Die Signale sind hier noch ein bisschen feucht. Die glänzen vielleicht noch ein kleines bisschen. Aber ich denke, das kann sich sehen lassen. Das ist natürlich wieder mal eine Sache, die man nur sieht, wenn man eben nah dran steht. Wenn ich vor der Anlage stehe, bin ich ehrlich, sehe ich keinen Unterschied. Ja, das sieht alles irgendwie noch genauso aus. Auch hier sieht man es schön. Und auch da, wie gesagt, das ist noch nicht fertig, kommen auch noch Bewuchs mit dran. Das heißt, da kommen vielleicht noch eine Art Flechten mit dran, so kleine Krümelchen von irgendwelchen Flocken, die ich da habe. Ich habe unglaublich viele so Begrünungsflocken gekauft. Da kommt noch einiges auf uns zu und dann wird das eben alles schön verwachsen hier unten. Das kann man sich vielleicht noch gar nicht richtig vorstellen, wie bewachsen das werden soll. Da kommen richtig viele Büsche dazwischen, da kommen ja die Bäume links und rechts hin. Das soll so eine richtig heimliche Stelle hier irgendwo werden, wo man, wenn man mit der Kamera richtig tief geht, vielleicht sogar Probleme hat, durchzugucken.
Hier zeige ich euch jetzt mal ein paar Aufnahmen noch, was ich euch nicht live gezeigt habe. Das heißt, ich habe hier oben alles mit Erde behandelt. Das heißt, hier ist Erde aufgetragen worden. Ich habe da hinten ja das alles fertig geschottert und das habe ich eben alles erstmal vorbereitet jetzt hier oben für den eigentlichen Weiterbau auf der Anlage, wo ich noch gar nicht richtig weiß, was ich dahin haben will. Ich will nicht nur alles begrünen. Ihr wisst, ich habe ja jetzt auch diesen Lasercutter mir gekauft, dass ich eben alle schöne Sachen machen kann. Übrigens die Brücken da oben, das alles selbst erstellt. Der Schornstein da hinten ist alles aus dem 3D-Drucker rausgeholt. Der kann übrigens richtig rauchen, habe ich euch glaube ich noch nie gezeigt. Da ist ein Rauchmodul drin. Die Fabrik da hinten, das Gebäude da oben, was sogar eine Innenausstattung bekommen hatte. Die linke Brücke, das ist ja wieder eine andere Brücke als rechts, auch selber ausgedruckt. Die Tunnelportale selber gemacht. Ich möchte eben alles auf der Anlage, sofern es geht, natürlich die Modelle nicht unbedingt selber bauen. Jetzt noch mal ganz kurz in eigener Sache. Ich hatte euch ja letztes Mal gesagt oder angeboten, ihr könnt gerne meinen neuen Bastelkanal abonnieren. Da habe ich euch eine Information gegeben. Ich habe den Kanal noch mal umbenennen müssen, weil dieses AP Creating oder wie ich es nennen wollte, da das gab es schon fünfmal, den Namen. Und deswegen habe ich mich entschieden, auf Model Creating den Kanal umzubenennen. Da war auch dieser Zusatz mit dem Ad-Zeichen da, der Direktlink zu dem Kanal, das war tatsächlich frei, Model-Creations. Und also Model Creations heißt der Kanal und das wird der reine Bastelkanal von mir. Da seid ihr recht herzlich eingeladen, rüber zu gehen. Ich verlinke es hier auf der Seite gleich noch mit drauf, auf der Seite. Und da könnt ihr gerne draufklicken. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Macht's schön gut. Bis nächste Woche. Tschüss, euer Uli.